Ich sage ja sowieso, ich bin mit Pailletten geboren. Jérôme Castel, die Urmutter, die Kreuzberger Urmutter. Mit ihr habe ich auch wirklich zum ersten Mal eine Show fürs offenen Kanal gemacht und wollte danach den Fummel nicht mehr ausziehen. Die Transerei kam, ja, es hieß noch klassisch Travestie, wobei ich dann ja, bin ja so ein bisschen das Berliner. Ich komme aus dem Berliner Tuntentum, also eigentlich war das Tunte. Das war nie für Geld verdienen. Das war irgendwie Show, das war Statement, das war Politikum, das war einfach, es war nicht kommerziell. Es ist schon sehr faszinierend, sich dann zu sehen, sich als anderer Mensch in einem anderen Ding, und das ist ja auch dieses Faszinierende am Drag, eine Maske aufzuhaben, und das ist ja nach wie vor so. Wenn ich als Gloria traue ich mich ja viel mehr als Michelle. Also es hat sich ein bisschen geändert, aber die Gloria hat mich erst selbstbewusst gemacht, tatsächlich. Und das fing so um die 30 an. Ich habe das früher sogar öfter gemacht, dass ich als Gloria dann irgendwie auf Leute zu bin, wo ich mich sonst nie getraut hätte, damit ich dann hinterher als Michelle kommen kann, sagen, hi, ich bin's. Und somit war aber der Anfang schon gemacht. Mein Schnäuzer ist meine Hetenbremse. Leider. Ich liebe Sex mit Heten. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich Drag anziehe und rausgebe, ist das partout politisch. Kann ich nicht 100% zustimmen, finde ich nicht. Aber ich finde, es kommt auf die Umgebung an, wo man hingeht. Natürlich ist das, wenn ich in irgendeinem Kaff in Brandenburg in Finsterwalde bin und da als Drag, das ist ein Politikum, egal wer da ist. Aber wenn ich in meiner sicheren Umgebung bin und nur auch sicher dahin fahre und so, finde ich das nicht partout ein Politikum. Das ist mir zu bequem. Ja, und seitdem ich Gloria habe, lebe ich meine Tüntigkeit mit der aus und bin als Michelle viel kerliger. Das ist wirklich so.